Wie fandet ihr unser Spiel gestern? War geil, oder? War sehr, 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 sehr geil. Feeling 10 von 10, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, Jungs. War richtig cool, spannend. Dann hatte ich ganze Zeit mitfiebern hören. Ey, ich will immer gewinnen. Ich will immer, immer gewinnen. Immer, immer. Ich will immer, immer, immer gewinnen. Wir wollen immer gewinnen. Das ist unsere fucking DNA. Nächste Woche geht's gegen Friede. Nächste Woche geht es gegen Friede. Es geht gegen Riede. Es geht gegen unsere, mit unserer Fanfreundschaft. Warum hat davon nicht so viel geredet? David, ja, David ist das erste Mal auch dabei gewesen. Das ist ja so wie ein Rantasten. Also ich weiß nicht, aber David hat so richtig explizit mit den Spielern gesprochen, hat denen Tipps gegeben und so. Er ist halt einfach echt schon eine sehr große Persönlichkeit. Werden dem Adler die Federn gezupft? Naja, es geht nicht darum, den Adlern die Federn zu zupfen, sondern die Adler sind unsere Partner. Im Vlog sieht man das auch, im Vlog sieht man das. Okay, sehr geil, sehr geil. Man hat euch über Mikro in der Halle kaum gehört. Ja, ich glaube, das wird Woche für Woche spannender. Vielleicht wird es auch Trainermikros geben und so. Das sind ja alles Sachen, die man vorschlagen kann, wo die Liga sehr transparent ist, wenn das viele Leute interessieren. Man kann dann vielleicht nicht jedes Spiel, aber ein Special-Spiel, wo du die Trainer hören möchtest oder sonstiges. Was dann halt wieder ein anderes, so wie bei der NBA, Mic'd Up. Kannst schon ein paar Wildcard-Spieler leaken. Digga, ich habe heute wieder eine Nachricht bekommen über einen Spieler. Unglaublich. Unglaublich. Im Stream hat man dich schon gut gehört, Willi. Gut. Aber nicht mehr aktiv, oder? Bruder, ist ein Spieler, wo ich sage, Gänsehaut, wenn der bei uns auch auftritt. Doch, man hat genug gehört gestern. Okay, siehst du? Es ist mehr. Nee, es ist schon, es ist ein Profi, der mindestens einmal die Champions League gewonnen hat. Ja, Mann. Und ich sag mindestens. Kann auch sein, zwei oder drei. Maybe, was? Also, wir warten mal ab. Das ist alles, sind alles Gedankengänge. Wir sind da wirklich am Machen und am Testen und natürlich auch am Reinfühlen, was geht und was nicht geht. Wer ist deiner Meinung nach noch ein guter Gegner, bei dem ihr vielleicht nicht so die Chancen habt zu gewinnen? Boah, ich sag, viele Ligen sind richtig stark. Viele Gegner sind richtig stark. Ich will niemanden unterschätzen. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich mache sehr gerne, ich drücke gerne Sprüche und mache gerne verrückte Sachen. Aber weil ich das halt einfach geil finde. Ich glaube, man kann das auch richtig einordnen, wenn man mich kennt. Wisst ihr? Ja, was geht? Sonst, was gibt's noch? Über was wollen wir noch quatschen? Bis Dezember, Luca, geht die Icon League. Einmal da sein Pflicht. Was in den Koffer drin ist, können wir nicht kommunizieren. Da ist eine geheime Sausage drin. Hast gesehen, Unfall von den Teasys gestern? Ja, Mann, das habe ich mitbekommen. Das mit den Teasys habe ich mitbekommen. Das Gute oder das Tolle bei dem Ganzen ist, oder das Positive ist, dass sich am Ende des Tages keiner schwer verletzt hat und gesund aus dieser ganzen Sache rausgekommen ist. Ich glaube, das ist der größte Punkt hinter dem. Die Teasys hatten gestern einen Unfall, Autounfall. Na, Ricardo, da war mehr drin. Weiß nicht, ob Jackie nochmal kommt, sage ich ehrlich. War Jackie der kleine kurz Ohrkratzen, wenn ja? Keine Reaktion. War auf jeden Fall kein leichter Tag. War gestern mit Abstand das geilste Game von DNA gegen Benetti. Man muss sagen, hätte lange nicht mehr Spaß beim Zuschauen. Geil! Bruder, das ist ja auch unsere Intention und das ist ja auch das Ziel hinter dem Ganzen. Wir wollen Spaß, wir wollen euch ablenken, Unterhaltung bieten und das ist ja das Ziel, Bruder. Auch geil gewesen, wie du auch Eagles gecoacht hast. Bruder, Eagles sind meine Brüder. Ich will mit Sydney eigentlich für nächste Woche was richtig Geiles planen. Richtig geiles Plan in Fanfreundschaft für die Arena. Ja, ich schwöre, will ich auch machen, Marco. Ich hab ein Ziel. Ich will mal gleich mit Sydney in Discord. Ich will mal Riede gleich in Discord. Ich habe direkt ein paar Sachen zusammengespinnt. Und das ist eine Idee. Ich habe verrückte Ideen.
Hast du Beef mit Sammy Rapplerui? Bruder Armin, ich weiß nicht, mit wem ich Beef habe, aber ich kann mal grundsätzlich was sagen. Mit der einzigen Person, mit der ich Streit habe, ist mit mir selber, Bruder. Weil ich die Person, weil ich glaube, ich mein größter Kritiker bin. Aber ich auf wirklich, ich habe nichts gegen Streamer, ich habe nichts gegen irgendwelche anderen. Jeder soll das machen, was er möchte. Wirklich. Ich bin da gar nicht der Typ dafür. Ich weiß auch nicht, woher der Call eigentlich kommt. Das interessiert mich. Woher kommt dieser dumme Call? Ich glaube, wegen Rapplerui sagt er so. Wie wegen Rapplerui sagt er so? Gab's wie Awards bei Baller League, Bro? Bruder, ich bin... Also, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich kann mal eins dazu sagen. Ich bin in dieser Thematik nicht ansatzweise drin. Also wirklich, ich hab... Da lege ich meine Eier auf den Tisch und verwette die auch und biete die dann auch zum Verkauf an. Ich habe gar keine Ahnung von dieser Thematik. Ich bekomme das mit und am Ende des Tages will ich da nicht irgendwo was schlecht reden oder möchte da irgendwie das kleinreden oder irgendwie was weiß ich. Weil am Ende des Tages sind auch, und das ist verrückt, oder so ehrlich kann man mit sich sein, sind auch bei der Border League ganz viele Persönlichkeiten, die ich selber schätze, was den Namen angeht, wer da vertreten sind. Da sind Kevin Prince Boateng, da sind ganz viele Kollegen, Kevin Prince Boateng, Monte, Nada Jindawi. Das sind ja alles Personen, die ich schätze. Wisst ihr, die schätze ich, die sind am Ende des Tages nicht ohne Grund so erfolgreich. Die einzige Person, die ich von der Baller League kritisieren kann, das habe ich schon mal gesagt, das ist der Stadionsprecher. Ich meine den CEO. Den finde ich persönlich sehr unangenehm, wie der eine oder andere auch mich unangenehm findet. Was ja auch normal ist. Du kannst nicht jeden mögen, du kannst nicht für jeden sympathisch sein. Aber ja, mein Gott, was da am Ende dann stimmt, was nicht stimmt, Bruder. So, wie willst du es widerlegen, wie willst du es beweisen? Man kann es hinterfragen, man kann darüber reden, man kann offen und ehrlich das hinterfragen, aber ich finde es jetzt extrem schwer, da jetzt jemanden zu festzunageln oder zu sagen, das und das und das und das ist zu 100%. Wisst ihr? Ich sag immer, im Vergleich liegt die Abwertung. Ich will unsere Liga mit keiner anderen Liga vergleichen, weil unsere Liga ist genau so, wie sie ist, auf der Ebene unterschiedlich zu jeder andere, weil komplett andere Charaktere diese Liga füllen, komplett andere Leute dahinter stehen und das ist es. Leben und leben lassen, dass es gewisse Sachen gibt, die man kritisch hinterfragen kann, das gibt es in allen Punkten. Ich glaube, das ist vollkommen legitim, dass man Sachen hinterfragt, beziehungsweise gewisse Sachen auffallen. Ist ja so. Aber ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, das machen die nicht. Aber natürlich, also um Gottes Willen, viele hinterfragen meine Karriere. Vollkommen legitim. Viele hinterfragen mich als Person, vollkommen legitim. Und ihr müsst überlegen, das Wichtigste ist ja eigentlich, oder mein Gedanken ist, wir wollen die Leute da draußen unterhalten. Also wir wollen den Leuten eine Abwechslung bieten, wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen den Leuten den Abend versüßen, wir wollen den Leuten einfach den Tag amüsieren oder den Abend besser gesagt. Und natürlich ist eigentlich das Ziel, dass du Zuschauer erreichst und nicht im besten Fall irgendein Hey Siri oder ein ChatGPT oder was weiß ich. Aber Bruder, es wird Fußball gespielt, es wird das verkörpert, was wir alle lieben. Wisst ihr?